Schon wieder ist ein Oldtimer kaputt und du musst ihn reparieren. Denn in dieser Autowerkstatt ist ständig was los und mit etwas Fleiß und den richtigen Ersatzteilen erledigt dein Team auch diesen Auftrag im Handumdrehen. Also krempel die Ärmel hoch und frisch ans Werk. Grease Monkey Garage ist das neue Familienspiel von Board Game Circus für 2-4 Personen ab 8 Jahren. In diesem Video zeigen wir euch kurz und knapp den Aufbau und Rundenablauf des Spiels. Los geht's! Dein Ziel ist es, durch das Reparieren der Oldtimer die meisten Punkte zu sammeln und dir den besten Ruf zu erarbeiten. Das Spiel endet, sobald eine Person ihren 6. Oldtimer repariert hat. Bau als erstes den Spielplan, die Werkstatt genannt, zusammen. Mische die Fahrzeuge und decke je nach Anzahl der mitspielenden Personen Karten auf. Wie hier bei 2 Personen 3 Karten. Mische die Ereigniskarten und lege sie neben den Spielplan bereit. Legt abhängig von der Anzahl der mitspielenden Personen die Ressourcen neben den Spielplan bereit. Bei 2 Personen jeweils 8 Motorteile, 8 Öl, 8 Werkzeuge und 8 Reifen. Jede Person bekommt jeweils ein Lager, einen Punktemarker, 2 Mechanikerinnen und einen Autoschlüssel sowie eine zufällig verteilte Bonuskarte, die ihr vor den anderen geheim haltet. Stelle eine deiner Mechanikerinnen auf das Feld oben rechts in der Werkstatt und den Lehrling unten links in die Werkstatt. Zu Beginn jeder Runde decke eine Ereigniskarte auf, deren Effekt für diese Runde gilt. Zu Beginn deines Zuges bewege als erstes den Lehrling auf einen angrenzenden Ort und führe dort, wenn möglich, eine der Aktionen aus. Anschließend bewegst du deine Mechanikerin ebenfalls auf einen angrenzenden Ort und führst dort, wenn möglich, die entsprechende Aktion aus. Mit den Aktionen kannst du Ressourcen erhalten, Ressourcen tauschen, ein kaputtes Fahrzeug zur Reparatur annehmen, ein Fahrzeug reparieren, wenn du die nötigen Ersatzteile hast, oder eine zweite Mechanikerin einstellen, sobald du mindestens 7 Punkte durch die Reparatur von Fahrzeugen erhalten hast. Am Spielende findet die Wertung statt. Du hältst für jedes reparierte Fahrzeug, das zu deiner Bonuskarte passt, einen Punkt. Für je 5 Ressourcen, die du noch in deinem Lager übrig hast, einen Punkt. Du verlierst 2 Punkte für jedes kaputte Fahrzeug. Außerdem erhältst du 2 Punkte, falls du deine zweite Mechanikerin nicht eingestellt hast. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Viel Spaß beim Spielen!